Hi Leute, ich wollte euch mal die Aussicht von der 28. Etage zeigen. Nick, mein Kameramann, mein Assistent. Also ich glaube, hier lässt sich's leben. Also morgen habe ich eine Überraschung für euch. Wir werden uns mit einem Trainer, einem Striking Coach, eines berühmten Kämpfers in Japan treffen, mit ihm trainieren und einiges bequatschen. Und genaueres werdet ihr aber morgen erfahren. Und ja, da wäre ich fast gefallen. Danke, Nick, dass du mich da. Ich meine einfach nur, geh weiter zurück. Ja. Nee, heute machen wir einen ruhigen. Wir werden jetzt erstmal was frühstücken. War ja gestern Abend noch weg gewesen. Und, ich melde mich später nochmal. Macht's gut. So, liebe Zuschauer, was ihr gestern mitbekommen habt, der Genghis hat ja ein bisschen von mir Japanisch beigebracht bekommen. Was er nicht weiß, ein Satz, Watashi wa sukebe desu, heißt nicht, ich bin Kämpfer, sondern ich bin extrem pervers. Das hat gestern Abend zu sehr viel Spaß geführt, während wir weggegangen sind. Der Genghis denkt jetzt, wir machen jetzt mal einen kleinen Joke. Wir wollten mal ein bisschen das Ambiente hier filmen. Und der Genghis wird gleich denken, dass er einfach mal so ein bisschen Japanisch zum Besten gibt. Und ja, er wird wahrscheinlich den Satz wieder benutzen und genießen wir es einfach, weil wir wissen es und er weiß es noch nicht. Alles klar. Einfach mitmachen. Oh. Welch angenehmes Ambiente. Ja. Oh, was sehe ich denn da? Ist es Genghis? Oh, er genießt die Stille und rezitiert ein wenig Japanisch. Konnichiwa, Nick-san. Watashi wa Genghis desu. Watashi wa Sukebe desu. Oh, wirklich? Ja. Echt? Das ist Wahnsinn, ey. Ja, jetzt gehen wir ein bisschen was essen. Ja. Nick, hast du denen schon die Empfangshalle gezeigt? Ja, ich hab schon gesagt, dass du hier öfters mal sitzt und einfach mal ein wenig die Zeit an dir vorbei schweifen lässt, um einfach so ein bisschen, um mal ein bisschen Dostojewski zu lesen oder was du also tust in deiner Freizeit. So, was machen wir jetzt? Wir fahren jetzt nach. Wir fahren Shinjuku, genau. Shinjuku, das ist der größte S-Bahnhof der Welt. Da rotieren jeden Tag ungefähr 1 Million Menschen durch. Genau. In Shinjuku ist auch diese bekannte Kreuzung, wo ja circa 1000, 2000 Menschen gleichzeitig rüberlatschen, wenn Rush-Hour ist. Ja, das wollen wir heute mal ein bisschen zum Besten geben. Genau. Essen, ich habe richtig Hunger. Ich werde satt hier in Japan. Ja, genau. Dann machen wir eine kleine kulinarische Einführung. Genau. Und ist sehr kalt hier. Etwa 1 Grad, wenn überhaupt. Ich wollte mal eine sexy lange Unterhose anziehen. Doch. Leute, das wäre nicht so kalt, stell dich nicht an. Ja, das Problem ist, er wollte nur die Unterhose anziehen. Hier nochmal ganz kurz ein kleiner Einblick hier, wo wir gerade hier rauslatschen. Ich weiß nicht, ob ich ein guter Kameramann bin, um das hier mal ein bisschen einzufangen. Oh, lässig, der Genghis, er ist ein Global Player und nochmal. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, Global Player, weil Kämpfer. Ja. Weil? Auf Japanisch? Sukebe desu. Genau. Watashi wa sukebe desu. Genau, ein bisschen lauter nochmal. Watashi wa sukebe desu. Nicht schlecht, ey. Und jetzt nochmal bei den Leuten, damit die mal gucken, wie die reagieren. Nee,
Da musst du mir eine andere Sache beibringen. Nee, sag mal, aber ich bin Kämpfer. Komm, einfach mal gucken. Aber nicht, wenn die Kinder dabei sind. Ja, nicht, wenn die Kinder, nee. Hier zum Beispiel bei ihr. Nein, wir lassen die Frauen hier in Ruhe. Ja, du musst aber schon heute... Ich will wissen, wie die Japaner auf europäische Kämpfer reagieren. Wenn die wissen, dass... Weil normalerweise der Japaner ist ja fasziniert vom MMA, vom Kämpfer an sich. Und das ist ja der Unterschied zu Deutschland. Gib mir eine Woche, dann kann ich Japanisch fließend und dann kannst du das Ganze aufnehmen, dokumentieren. Ja. Und dann werden die ganzen Ground and Pound Fans auch verstehen, was ich erzähle. Ja, sehr gut, sehr gut. Alles klar. Ja, soll ich mal das Video unterbrechen oder willst du vorne noch, oder willst du den Leuten vorne noch mal sagen, dass du ein Kämpfer bist? Nein, machen wir nächste Woche. Ach komm, mach jetzt. Nein, machen wir nächste Woche zusammen. Komm einmal. Nein. Wir wollen sehen, wie das funktioniert. Ich weiß, ich bin schüchtern, hör auf damit. Ja, okay, dann machen wir. In Shinjuku, in Tokio, und ich fühle mich gerade so, dass ich einen Rhyme raushauen möchte. Ich brauche immer noch ein bisschen Rhythmus. Ich weiß nicht. Lass einfach mal ein bisschen hier rüber gehen. Ein bisschen moven hier. Ein bisschen moven, ja. Ja, ich merke, vielleicht kommt der Flow. Okay, jetzt geht's los. Oh, da ist Konkurrenz. Sekunde. Go Nick, go Nick. Wir sind jetzt hier im typischen Sushi-Restaurant in Japan. Laufband-Sushi. Wir haben schon ein bisschen gegessen. Und ich muss jetzt rausfinden, ob Genghis wirklich ein Mann ist. Denn wenn man in Japan ein Mann sein will, dann muss man Uni essen und vertragen. Uni ist Seeigel. Sieht aus ein bisschen wie Kacke und schmeckt auch so. Uni onegaishimasu. Mal abwarten. In der Zwischenzeit essen wir mal. Ja, das war gut. Ja. Gute Proteine. Uni. Haben die jetzt mein Uni weg? Ja. Okay. So. Ja. Dauert noch ein bisschen. Ein bisschen warten. Das ist das ultimative Sushi. Ohne Sojasauce? Nein, nicht. Du musst mit essen. Okay. 3, 2, 1. Wir haben spät abends und etwas sehr Außergewöhnliches, was mir hier in Japan aufgefallen ist, sind die Toiletten. Richtig. Und jetzt bekommt ihr eine kleine Einführung von der Gastgeberin, wie das Ganze hier funktioniert. Auf geht's. Okay. Okay. Okay, show me.
So, this is for your butt, to clean your butt. Okay. That's the start, that's the stop. Okay. And this is the bidet for women. Okay. And with these buttons, you can adjust sort of the position. So that's to bring it forward a little bit. That's to bring it backwards. That's the strength of the water. Okay. The water pressure. Okay. And then I've never used these, but this is massage. So I think it does some sort of like. And then that's just wide, so I think it sprays a little bit wider. Okay. And that these are the two flush buttons, but it's big and small. Okay. It's number one and number two. But it flushes automatically. Okay. If you haven't noticed, so. Okay. Okay. Thank you. So, das war's. Probieren wir mal gleich aus. Ciao.